Säckingen. In der Nacht zum Donnerstag, den 10. Juni 2021, sind durch ein Feuer zwei Klettertürme auf dem Spielplatz in der Hauensteinstraße stark beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte laut Polizei bei rund 6.000 Euro liegen. Gegen 0.30 Uhr war das Feuer von einer Anwohnerin in der Hauensteinstraße entdeckt worden. Sie alarmierte unmittelbar die Feuerwehr, die nach Ankommen des Stadtbrandmeisters Tobias Förster mit drei weiteren Fahrzeugen zur Einsatzstelle anrückte. Ich bin gegen 0.30 Uhr hier langgelaufen an der Hauensteinstraße und habe dann gesehen, dass die Röhre hier am Spielplatz anfängt ein bisschen zu brennen. Habe daraufhin dann die Feuerwehr angerufen. Und die waren dann 10 bis 15 Minuten später dann auch da. Da stand aber das Häuschen schon in Vollbrand. Und ja, genau, und gegen 1 Uhr war das dann gelöscht. Vor Ort wurde sofort ein Löschangriff aufgebaut und mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen. Im Laufe des Einsatzes wurde unter Zuhilfenahme eines zweiten Rohrs ein Schaumangriff noch aufgebaut, um die brennende Hartkunststoffröhre zu löschen. So die Mitteilung der Feuerwehr Bad Säckingen auf ihrem bereits veröffentlichten Einsatzbericht. Einsatzende war gegen 2 Uhr. Nach den bisherigen Ermittlungen war das Feuer in der Kunststoffröhre entstanden, die die beiden hölzernen Klettertürme verbindet. Das Feuer dürfte absichtlich gelegt worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Sehen Sie nun den kompletten Feuerwehreinsatz, bis das Feuer gelöscht wurde. Ich kann auch mit Wasser und Löcher.
jetzt kommt, wenn wir mal schauen. War ganz schön spät. Nur 5, Feuer aus. Ich bin jetzt gerückt.